So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hier ist SportsFC24 mit dem Auswärtsspiel in Genk in der Europa League im Achtelfinale. Und ich muss mal wieder ein bisschen rotieren, scheinbar. Weil einige Spieler da ein bisschen sehr angeschlagen sind. Und warte mal, ich muss mal gerade gucken. Nein. Weil ich will eigentlich mehr oder weniger gerade mal ein bisschen vorspülen. Genau, jetzt weiß ich nämlich, was Sache ist, wie angeschlagen unsere Spieler sind. Also Lang erstmal definitiv raus. Wir testen da von Beginn an mal ran. Und Budimir, der Dreifach-Torschütze aus dem letzten Spiel, setzt sich heute mal auf die Bank. Ich habe außer Budimir fast keinen Stürmer dabei, ne? Rajeti vielleicht noch, aber der ist halt auch nicht gerade so 100%. Ja, da spielt Schuler heute mal im Sturm statt Pepi. Und Ovejan statt Sanchez. Aber wie gesagt, nicht, dass ich will halt mal auch den. Warte mal, kann De Witt vor dem Sturm spielen? Nee, kann er auch nicht. Luciano, Vertessen. Vertessen kann im Sturm spielen. Da wird der da heute spielen und PR und Grüll auf der linken Seite. Ja, das wird heute mal so genau, heute mal ein bisschen rotieren. So. Ja. Zumindest wird das heute mal diese Startaufstellung werden. Gegen Genk, in Genk. Hier doch eigentlich hier die Runde einstellen können, aber das ist egal. Heute haben wir eine ganz besondere Begegnung für Sie. Ein Spiel, über das im Vorfeld viel diskutiert wurde. Wir sind live dabei. Können Sie das schaffen? Jetzt erfahren wir es. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Fußballfans. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. So, auf geht's in Genk. Gutes Ergebnis wäre toll. Und dann hoffentlich jetzt kein böses Erwachen. Ich sehe das fast sogar ein Spiel auf Augenhöhe. In ihren Ländern die Top-Mannschaft, aber halt nicht momentan im internationalen Vergleich. Aber mal schauen, was halt möglich ist. Das ist so eine Runde, da träumen noch so viele Clubs vom ganz großen Erfolg. Da haben natürlich Grüll. Aber jetzt gilt es. Grüll? Grüll, der ist ein bisschen abgehört. Warte mal, ich muss mich jetzt stellen. Und 1-0. Doch noch. Novo. Grüll stand geblieben. Und hat weitergemacht. Und hat das dann vorbereitet. Also 0-1. Auswärtstorregelung gibt es nicht. Bei zweimal Unentschieden, egal wie hoch, gibt es im Rückspiel eine Verlängerung. Und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen. Aber wir wollen es natürlich immer die reguläre Spielzeit bei einem guten Ergebnis hier auswärts. Den Weg ins Viertelfinale ebnen. Ja, der Trainer freut sich natürlich über diese Führung. Es ist ein enges Spiel. Es ist ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden können. Und da ist dieses Tor so wichtig. Der wird dran, kommt nicht dran. Aber Ramalho sagt, hier ist Sense, Ende der Gelände. Cool. Cool. Der hat das Ding ja mit vorbereitet, wieder so ein bisschen rausgedrängelt worden. Nee, nee, macht der was?
Fehler, diesen Schritt nach links zu machen, statt da mitzuziehen, Richtung Tor zu ziehen. Das war vor dem 1-0 das genauso. Jetzt probieren wir das nochmal. Marco Grill und nee. Der Abwehrspieler sagt hier, nee, ist nicht. Ah, der ist viel zu nah an den. Moment, wer testen? Erstmal geklärt und damit hat das jetzt schon mal erledigt. Ah, ist dran gegangen. 18 Minuten erst gespielt. Also Genk ist halt nicht die Laufkundschaft. Die nimmst du nicht mal so eben nebenbei mit. Klar, wäre natürlich ein gutes Ergebnis. Und das war wichtig. Auch der war ganz und ganz wichtig. Ah, dran, sie bleiben dran. Sie bleiben da perfekt dran, die Belgier. Schön gemacht, ah, so. Aber da bleibt der Abwehrspieler dran und der lässt ihn wieder eiskalt aussteigen. Also wie gesagt, Belgier und die Belgier sind dran und die anderen, sagen wir mal, so mal reden. Diesmal ist es, glaube ich, bis vor gewesen, die vier. Nee, nee, ist gar keine Elfmeter, es war gar nichts. Es war eine super schöne Grätsche, wer testen? Und Lozano, nicht das 0-2. Ja, man führt nach wie vor mit 1-0 in Genk, aber man will. Oh. Und Timon Weltreuter, der heute der eigentlich die Nummer, ja, zwischen der Nummer 2 und der Nummer 3 pendelt. Gut dazwischen gegangen, diesen Ball. Das ist zu weit. Auch der ist viel zu nah ans Tor. Hat der Keeper. 39. Minute. Also man probiert es immer noch mit Flanken, aber schon momentan kommt noch nichts an. Wirklich so gut ist. So. Ja, gut geklärt da. Ja, Tessin. Ah, gut abgelaufen da. Man hofft, dass wir jetzt mal dem 1-0 in die Pause geht, vielleicht doch irgendwie doch noch eine Chance kriegen, mit einem 2-0 oder so. So. Ja, und es hat sich irgendwo abgezeichnet. Zwei Handspiel. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Und es war Aubameyang. Thierry, das war Hüfte, oder? War das ein Handspiel? Aber wahrscheinlich gesagt ja. Aber es war für mich kein Handspiel. Timon Wellenreuter!
Der ist, glaube ich, über 2 Meter groß. Deswegen hat der die Kugel. Macht den Keeper, macht den Stürmer dann nervös und fischt das Ding unten aus dem Eck. Timo Willenreuter. Wie gesagt, ich glaube, dass der über 2 Meter hat. Ja, der darf sich zurecht feiern lassen. Wie gesagt, der Elfmeter war klasse gehalten. Der war wirklich gut gehalten. Und jetzt ist Pause und es steht 1-0, man führt. Buschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Also, wie gesagt, 2-0, aber führt 1-0. Ja, Genk hat die Riesenchance gehabt zum Ausgleich, hat gute Chancen, aber Timon Wellenreuter macht sich da unten lang, holt den Elfmeter raus und hofft, dass er jetzt wieder das zweite Spiel zu 0 gewinnt. Und wieder ist es Wellenreuter. Und ja, die Nummer hat da tatsächlich, die habe ich da damals auf Schalke auch gehabt, deswegen habe ich ihn auch geholt, weil er halt ein guter, großer Torhüter ist. Ich glaube, wie gesagt, dass er über 2 Meter hat. Meter, 2,1 Meter oder so hat er, glaube ich. Und das hat er auch gebraucht. Muss ich eigentlich jetzt mal nachgucken dann. So, Lozano, da geht gar keiner mit. Ah, das kann man mal probieren. Aber man hat halt viel, viel offen. Viel zu viel offen. Ramalho lässt sich da viel zu ungestimmt rauslocken. Und dann ist es das 1-1. Jetzt macht er. Es war 4 zu einfach da. Alles offen auf der Seite. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten. Ja. Bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Es hat sich mal als angezeichnet. Also Tor für Genk. 1-1. Alles wieder offen. Der Ballverlust jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir wieder reinbeißen. Wie gesagt, mitnehmen, habe ich gesagt, von Anfang an, dass wir die nicht. Ist es verdient. Punkt. Ende aus. Ist es wirklich verdient. Sie haben halt, wie gesagt, auch den Elfmeter verschossen hier. Sie hatten wirklich gute Chancen und es hat sich irgendwann abgezeichnet. Ecke, doch Ecke. Warte mal, ich muss mal kurz einen anderen Spieler reinsetzen vorne. Overjan, der soll mal die Ecke eher von der Seite bringen, dass er wegfließt sie vom Tor. Ah, schade. Dann kann es probieren. Lozano. Siri, da war Jade, ich lass doch mal laufen. Gute Chance, wieder Genk. Also, wie gesagt, wir müssen echt aufpassen. Wir kriegen momentan nicht so wirklich die Chance. Also, wir versuchen es immer mal wieder mit unseren Angriffen über die Seite, aber so wirklich. Klappt da momentan noch nicht, aber nur, boah, haut das Ding in den Winkel, scheiß was drauf, Tor. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. 2-0, 2-1.
Ja, der Trainer freut sich natürlich über diese Führung. Es ist ein enges Spiel. Es ist ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden können. Und da ist dieses Tor so wichtig. Viel Platz jetzt auf Außen. Und der Ball ist auch drin. Wer testen? Das war zu einfach, war einfach zu nah ans Tor. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Vertessen! Und die nächste gute Chance von De Witt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ich muss mal drauf achten, dass Robert Jan das Ball, die Welle vom Tor zieht. Ecke kommt in den 16er. Hand! Hand! Schiri! Das war ein Handspiel! Der Abpraller ist ihm an die Hand gesprungen, damit wäre es ein Elfmeter für mich gewesen. So, der hat ein gutes Tempo gegen Netz. Jetzt erstmal. Ja, der muss jetzt ein bisschen auf. Ah, kommt nicht durch da. Der Witt kann sich nicht freispielen. Schiri! Das war ja nicht. Also meiner Meinung nach war dieser Abpraller definitiv ein Handspiel und damit wäre das ein. Wäre das definitiv ein. So, machen wir es anders. Handtrocken nehmen wir rein. Obispo sieht er, hat er gelb. So. Aber dann setze ich Ashari für die Position auf die Ramaglio. Setze ich Ashari mal als Innenverteidiger auf die Ramaglio-Position. Was? Ich habe keinen Wechsel mehr? Okay. Das können eine Karte nachziehen. Ja, es wird auch gelb geben. Das kennen wir schon. Wie gesagt, Lino Parra, der hat jetzt. Erstes Spiel. Cool. Marco Grill. Schula. Lozano. Van de Voort. So. Oh, Tor 2-2! Da pennt man da hinten! Jetzt können sie das Ding sogar komplett drehen. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Viel zu einfach über die rechte Seite. Und dann das Tor ins kurze Eck ins Tor. Netz kann da überhaupt gar nichts machen. Also über unsere linke. Verdrongelin steht scheiße. Und Wellenreuter kann nichts machen. Tor zum. Und es bleibt extrem spannend. Also jetzt müssen wir nochmal strecken, damit vielleicht doch Lozano vielleicht doch noch irgendwie was macht. Und Lozano verzieht. Und von Schiri. Es gibt Handelfmeter! Hier nach 92. Minute! Naja, in der 91. Und das war. Ja, das ist ja Brust. Das ist meiner Meinung nach auch eher Brust. So, Novoa gegen den Keeper. Gegen Van der Voort. Die Chance jetzt zur erneuten Führung. Sie
Nochmal 3-2. PSV hat das Ding. 91. Minute, 3-2 PSV in Genk. Bugonovoa mit diesem Handelfmeter, der hat lange gebraucht, bis er da alles spielen kann. Und dann versenkt er das Ding. Sorin unten ins linke Eck. 3-2. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja, eiskalt verlagert und dann ist das Doppelpack. Ein einfacher Elfmeter. Ja, die Frage ist, verdient, ob unverdient, ist am Ende scheiß Wurscht. Egal, wir haben dieses Spiel gewonnen. Drei Tore in einem Spiel. Die hatte Dreierpack heute gemacht. Der hat alle drei Tore heute erzielt. 3-2 also. Da ist Feierabend, Ende Gelände. So, jetzt pfeift ab, Schiri. Sie kommen über den Flügel. Ja, das gibt aber gelb. Meiner Meinung nach auch eine richtige gelbe Karte, weil es ist ein taktisches Foul. Ich wollte nur nicht durchlaufen lassen. Es wäre halt, sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Jetzt so kurz am Ende nochmal das Geh, noch das 3-3 zu schlucken. Jetzt hat er aber die Chance, eine Flanke zu laufen. Ball kommt rein. Er zieht ab. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Bleib ist weg. Feierabend. Und der Schiri lässt diese Flanke gar nicht mehr ausführen. Schiri pfeift ab. Wir gewinnen mit 3-2 in Genk und haben eine super Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale. Aber es wird definitiv kein einfaches Spiel im Rückspiel. Er hat seine Tore gemacht, Hugo Novoa. Und Genk, ja, irgendwie wissen sie gerade gar nicht, warum sie das Ding verloren haben. Wir haben es aber gemacht. Wir haben die drei Punkte geholt. Also drei Punkte, ja, den Sieg geholt. Ist ja Achtelfinale. Gladbach gegen Ajax 2-2. Union spielt unentschieden 1-1. Basel verliert 0-3. Gut. Zwischen Genk sitzt noch Volendam. Ach, Knüppara wechselt tatsächlich für noch. So, ein bisschen Trigger nochmal. Gut, okay. Ich baue die Mannschaft kurz wieder zu um. Wieder zurück, so rum ist es richtig. Weil, das ist halt das Problem, die bauen alle halt. Warte mal, linker Mittelflügel, Luca. Ich würde wahrscheinlich eh wieder umbauen müssen. Ich werde wahrscheinlich eh wieder umbauen müssen, das ist klar. Schari. Gut, wie gesagt, nächster Gegner ist Volendam und dann hoffe ich, habe mal ein bisschen Ruhe. Spieltag Nummer 27, wir haben jetzt 9 Zähler Vorsprung momentan, auch zweimal haben wir verloren sogar, ne? Gegen Feyenoord haben wir ja auch verloren. Stimmt, gegen Feyenoord haben wir ja auch noch, glaube ich, 5-2 oder so, haben wir, glaube ich, relativ deutlich verloren. Ja, wie gesagt, 9 Punkte haben wir noch vor, jetzt Vorsprung. Aber wie gesagt, 27. Spieltag. Es geht so langsam Richtung Finale. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich wieder, wenn ihr anschauen würdet, hier bei Let's Play. Hier ist Sports FC 24.